Das ist einer der Geheimtexte von Antonio Marzi. Marzi war ein italienischer Soldat, der 1944-45 als Partisan eingesetzt war und als Spion verschlüsselte Texte per Funk übermittelt hat. Er hat die Texte aufbewahrt nach dem Krieg und wollte dann nach ein paar Jahrzehnten nochmal wissen, was er da geschickt hat damals, hat sich aber nicht mehr daran erinnert, wie er es verschlüsselt hat. Also das sind die Aufzeichnungen, die Marzi dem Professor Sinagra geschickt hat. Da steht unter anderem das Gedicht, an das er sich noch erinnert hat. Das Problem, warum bisher noch niemand die Lösung gefunden hat, war, dass er sich an einigen Stellen falsch erinnert hat. Zum Beispiel hat er das Wort Giovanetto aufgeschrieben, aber das richtige italienische Wort ist Giovinetto. Außerdem habe ich festgestellt, dass er ein Wort im Gedicht vergessen hat. Ein anderer Grund, warum er seine Texte nicht mehr entschlüsseln konnte, war, weil er vergessen hatte, dass er vor der Entschlüsselung einen Block am Ende und einen Block am Anfang wegstreichen muss, in den er die verwendeten Gedichtworte kodiert hatte. Die Verschlüsselung, die Marzi verwendet hat, war die doppelte Spaltentransposition. Das ist ein Verfahren, das man mit Papier und Stift ausführen kann und ist daher für einen Spion natürlich sehr geeignet, weil er keine verräterischen Geräte mit rumtragen muss. Mit diesem Programm kann ich jetzt eine einfache Spaltentransposition demonstrieren. Hier haben wir den Klartext. Cari amati tigre sono dietro il cimitero di Udine sotto alcuni alberi. Hier habe ich das Schlüsselwort, mit dem ich den Text verschlüsseln will. Bello d'oro col, eben drei Worte aus dem von Marzi verwendeten Gedicht. Und hier wird gleich grafisch dargestellt, was passiert bei der einfachen Spaltentransposition. Zuerst wird das Schlüsselwort hier aufgeschrieben und die Buchstaben werden in alphabetischer Reihenfolge durchnummeriert. Das B ist der erste Buchstabe, der in dem Wort vorkommt. Als nächstes haben wir das C, das kriegt die 2, das D kriegt die 3, das E kriegt die 4 und so weiter, bis alle Buchstaben lexikografisch durchnummeriert sind. Und als nächster Schritt wird jetzt der Geheimtext spaltenweise ausgelesen. Das war jetzt die Funktionsweise der Spaltentransposition. Um die Geheimtexte von Marzi zu entschlüsseln, musste ich nun dieses Verfahren selber programmieren und habe dazu ein Programm geschrieben, das alle Kombinationen von bis zu 4 Gedichtworten aus Marzis Gedicht durchprobiert. Ich lasse mein Programm starten. Das probiert nun für einen Geheimtext 8000 Kombinationen durch und gibt die Texte mit den 5 besten Bewertungen aus. Sie sehen hier, der Text mit der besten Bewertung hat 24.000 Punkte. Man kann noch nicht wirklich viel lesen. Das liegt daran, dass keine Worttrennungen hier dabei sind. Aber wenn man genauer hinschaut, erkennt man schon italienische Worte. Zona gradisca impegnati. Fine Marzo, Duro, Scontro, Regione, Montesanto, Conono. Ja, es war einerseits nicht schwer, weil er sich an so viele Sachen erinnern konnte. Die Details an sich sind recht einfache Details, die er vergessen hatte. Aber es gibt eben viele Möglichkeiten, Kleinigkeiten zu vergessen und man musste eben genau die richtigen Dinge rekonstruieren.